Sehr geehrten Damen und Herren, jetzt geht es um die Nahversorgung. Ich nehme zur Kenntnis, dass Sie eine Idee hier in den Raum stellen, die selbstverständlich in Mecklenburg-Vorpommern schon lange angekommen ist. Und ich werde jetzt die Kurzvariante machen. Mecklenburg-Vorpommern gehört ja zu den Regionen im Übrigen, die im Discount-Bereich die höchste Dichte überhaupt in Deutschland hat, was die Verkaufsfläche anbetrifft, mit über 500 Quadratmetern. Und das hat natürlich zur Folge im Übrigen, dass die kleinen Läden, der Konsum, so hieß er ja wohl früher, ja, dass der im Wesentlichen verschwunden ist. Aber es gibt eine Renaissance. Und da nehme ich zur Kenntnis, dass wir, glaube ich, sehr schöne Projekte haben, die im Übrigen in Zusammenarbeit mit dem Infrastrukturministerium erarbeitet worden sind. Und da so ein paar Beispiele vielleicht aufzuzeigen, eine Genossenschaft gegründet, Bernit, kann sich jeder anschauen, Mac Schweizer, hervorragende Idee, wo im Übrigen im Kreislauf die Regionen sich untereinander versorgen und damit regionale Produkte in den Dorfgemeinschaftshäusern angeboten werden, von denen wir ja ganz, ganz viele, über 320 im Übrigen in den letzten Jahren im ländlichen Raum saniert haben. Oder ich will natürlich auch die neue Dorfmitte angesprochen haben, ob es anfängt in Bugewitz oder im Übrigen Mellenthin, Reinickenhagen, Abshagen oder Schlamin, sind solche Projekte entstanden. Sie haben selber von den Automaten für Milch oder auch regionale Produkte gesprochen. Die Hofladenkarte kann ich Ihnen nur empfehlen, sodass wer denn möchte, wirklich regionale Produkte erwerben zu wollen, der kann das heute in Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, auch die Querverbindung gerade zum Tourismus mit dem Landurlaub spielt da eine gute Rolle mit den Hofcafés, den Hofläden, gleichzeitig aber auch eine Zunahme der regionalen Vermarktung in und aus den Landwirtschaftsbetrieben heraus. Und selbstverständlich ist es auch so, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern doch erhebliche Mittel bereitstellt. Allein 2,7 Millionen Euro sind in dieser Förderperiode aus dem ELA bereitgestellt worden. Dazu kommen dann noch 600.000 Euro reine Landesmittel. Das heißt, allein für diese Pilotprojekte und deren Ausstattung für solche Projekte sind 3,3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Und wenn Sie dann auch im ländlichen Raum sich Gehör verschafft hätten, dann hätten Sie wahrscheinlich auch viele Projekte, die über den ELA, nämlich LIDA, die LIDA-Arbeitsgruppen, die wir im Lande haben. Wir haben ja gerade in dieser Woche dazu eine spannende Konferenz gehabt und Sie haben vielleicht auch davon gehört. Jedenfalls ist darüber berichtet worden, dass gerade auch die Vermarktung von Lebensmitteln dabei eine wirklich große Rolle spielt und tolle Projekte in den Regionen, in den Gemeinden entstanden sind. Im Übrigen der Regiomat wird dabei auch berücksichtigt. Wir gehen davon aus, dass bereits in den nächsten Tagen die Fördersumme von 13.800 Euro, das ist eine 60% Förderung, in der Ostseemühle in Langenhanshagen aufgestellt wird. Das im Übrigen ist das Gerät, von dem Sie ja gesprochen haben. Das ist ein spanischer Hersteller, der muss aber ein bisschen adaptiert werden auf die Verhältnisse von Deutschland, weil wir das sicherste Verbraucherschutzland geprägte die Region sind, die es in Europa gibt, sodass wir mit geringen Modifikationen mit 5 verschiedenen Anbietern diese Dinge dann auch vertreiben werden. Und wir werden damit im Übrigen auch Erfahrung sammeln. Hier ist im Übrigen geplant, regionale Produkte an der Ostseemühle, auch frische Produkte, Sie haben das so ein bisschen angedeutet, Eier und Milch, aber auch abgepacktes frisches Brot oder auch Fleisch mit anzubieten, sodass die Waren des täglichen Bedarfs dann auch in dem Regiomat dann umgesetzt werden sollen. Die baulichen Voraussetzungen werden gerade realisiert. Auch die Sicherheitsvorkehrungen, auch diese Dinge haben wir wahrscheinlich in den letzten Wochen, Monaten immer wieder erlebt, wenn es um Bankautomaten ging. Auch das muss man ja bedenken. Und insofern ist es so, dass wir keine Lenkungsgruppe brauchen, sondern wir brauchen von unten heraus Initiativen. Von denen gibt es hier eine ganze Reihe. Und ich kann nur sagen, es braucht einfach die Unterstützung mutiger und kluger Ideen. Das machen wir hier. Und diese Ideen sind am Werden. Und wir setzen die auch sehr gerne um. Herzlichen Dank.